Willkommen zurück zu Pergo und Sky Factory 2. Ja, wir sind wieder dran mit dem Let's Play. Ich habe es angesprochen, letzte Folge, wir werden jetzt so drei, vier Folgen vorher produzieren, damit ich auch je was da habe. Ich gebe euch jetzt erst einmal eine kleine Rundführung. Hier haben wir ganz normales Material noch drin, hier ein bisschen Holzkohle gemacht, hier seht ihr Erde vielleicht noch drin. Ne, keine Erde mehr. Hier haben wir ein bisschen Material noch drin. Hat sich nicht viel angetan. Hier vorne habt ihr jetzt gesehen, oder seht ihr jetzt, haben wir unser Automatic Sieve. Und wir haben hier schon Solar Panels Nummer 2 oder Level 2 gemacht gehabt, zwei Stück sogar schon. Ich habe hier Upgrade gemacht für mehr Speed, damit es schnell durchläuft. Und ich habe hier sogar schon Upgrades für Fortune, das heißt, wenn man es auf 64 Dinger bringt, dann hat man viel, viel mehr Lack auf Diamonds. Und all sowas, das craft man relativ easy, also Electrum Nuggets und Invar Dinger. Ich habe es aber mit denen jetzt gemacht gehabt hier unten, weil das kriegen wir relativ häufig aus den Loot Bags, also Diamonds, Redstone Alloy und Vibrant Alloy Dings, Nuggets. Wird ziemlich einfach, kann man auch schnell zusammen craften, also das ist kein Problem. Genauso wie die Speed Upgrades hier. Das einmal aus Dark Steel kriegen wir relativ viel durch die ganzen Items und das gleiche nochmal wie bei dem Fortune Upgrade. So, das hat sich getan, also haben wir die beiden Sachen da gecraftet, dafür jeweils schon zwei Panels. Und dann haben wir hier den Autonomous Activator, darunter ist halt ein Vakuumhopper, der tut uns hier das ganze Gravel reinpacken. Und wir haben hier auch ein Solar Panel Nummer 2. Und das ist so stark, dass wir halt nie wieder Strom verlieren. Das heißt, er kann durchgehend aktiv sein. Haben hier zwei Diamanthammer drinne. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Ich muss mal eben kurz mein Handy schauen, wegen der Uhr. Das heißt, wir werden ungefähr 15 bis 20 Minuten machen. Das heißt so ungefähr, ja gut, weiß ich Bescheid. So, hier unsere Farm an der Zeug getan. Außer dass die Kisten immer voller werden. Hier ein paar Lootbags wieder, aber die können wir ruhig mal öffnen. Ich habe mir am Anfang eigentlich auf den Kommentar-Tipp gegeben, dass wir ja die Lootbags zusammen craften können. Das habt ihr ja schon gesehen gehabt, dass wir halt die Sachen nicht rausnehmen, die wir nicht brauchen. Aber selbst dann haben wir so viel Material, vor allem wir haben so viel Eisen dadurch dann, dass ich selbst mittlerweile schon sage, scheiß drauf, wir schmeißen das, was wir nicht brauchen, einfach nur noch runter irgendwo hin. Weil wir brauchen es einfach nicht. Ich muss hier echt mal offscreen noch meine ganzen Bögen alles rausnehmen. Wir haben wirklich so viel Material. Ich möchte auch ganz gerne ein Lager haben. Aber das machen wir dann auch zusammen. Bauen wir hier irgendwo ein Lager noch hin, dass wir auch mal so ein paar Kisten hinpacken können. Da kommt dann später auch das ME-Crafting-Terminal rein. Und so weiter. Ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr hier draußen anbauen. Ich möchte die Welt ein bisschen größer haben. Das würde mich auf jeden Fall mehr freuen. So, dann gucken wir mal, wo können wir am besten Sachen rausschmeißen nebenbei. Ich würde mal sagen, hier, das heißt, Lootbag offen. Da ist nichts bei, zack, weg, brauchen wir nicht, ganz easy. Die beiden nehmen wir, das Obsidian nehmen wir auch. Das brauche ich nicht so schnell kommentieren. Ja, hier, seht ihr, wir haben Iron in den Sachen drin, das ist der Hammer, das ist, ups, tschüss, war nicht wichtig. Wird doch jetzt ein bisschen ärgerlich, ich wollte das eigentlich nicht rausschmeißen, aber ist halt passiert. Weil wir haben ja noch nicht reingucken, was drin ist. Ihr seht ja, wir haben so viel Eisen schon wieder, dass wir reinschmelzen könnten. Das ist einfach der Shit. Das ist der Shit schlechthin, ganz ehrlich. Was haben wir denn hier? Splash Potion, der Schuss, weg damit. Und weg mit dem Ring. So, dann haben wir hier noch Resistance, Resistance, Regeneration. Joa, nehmen wir mal, ne? Können wir ja mal hier reintrinken. So, die Schmiede auch mal gegen Feuer schützen. So. Die Flasche brauchen wir auch nicht. Weg damit. So, wir öffnen nur diese Lootbags für diese Folge. Dann haben wir hier den Ender, hol ich auch nicht raus, die Pickaxe hol ich nicht raus, zack, weg. Wir haben so viel Eisen, ganz im Ernst, ey, das ist Hammer. Ich weiß nicht mal wohin damit, zack, der kann auch weg. Hier haben wir mal einen Epic, der kann sofort weg, dann brauchen wir auch so einen scheiß Ring. So, dann öffnen wir hier ein paar Goldcoins wieder rauszuholen. Ja, geil, eine Lederarmor, komm, haben wir eine an, so, zack, haben wir ein bisschen Rüstung. So, mal hier unten mal die Reihe freimachen, ups, kann eigentlich unten drin bleiben. Ey, verklickt da rein. So, die können auch noch oben, das, so, zack. Dreimal von den grünen. Iron. Aber eine Hose haben wir schon an, zack, weg. Gut. Name Tag, Leder, Sattel brauchen wir alles nicht, weg. Vibrant Alloy auf jeden Fall und das andere kann weg. Falls ihr euch gerade beschwert, dass wir das alles wegschmeißen, ganz im Ernst, wenn ich irgendwas davon brauchen sollte, ich würde noch so viele Lootbags kriegen, dass ich sage, komm, ich hole mir das Material dann aus den Lootbags, weil das ist einfach wirklich, wir haben von allen im Überfluss. Es gibt nichts, was wir jetzt davon gebrauchen könnten, was bis jetzt drin war. Natürlich könnte das alles vom Legendären weitercraften und da hoffen, dass irgendwas Geiles rausbekommt, aber das ist mir der Aufwand nicht wert. Wenn wir später ein ME-System haben, dann lasse ich das da drin craften im ME-System, dass wir halt durchgehend legendäre Dinger bekommen. Aber jetzt hier sehe ich das auch nicht ein, ganz ehrlich.
Ja, wirklich, wir haben von allem zu viel. Von allem. Redstone, Shop, Redstone, ich haben. Den haben wir nicht so wenig, hab ich Bock nicht aus Gravelen. So, Iron Helm. Ach, den Helm hätte ich nehmen können. Scheiße. Hätten wir ein bisschen nur Rüstung. So, und der letzte. Division Siegel. Na, die Kohle können wir mal rausnehmen. Und da kann der weg. Den öffnen wir schnell wieder. Oh lol. Ich habe das neue Schwachwand genommen. Jetzt haben wir ein paar Gained Research. Ich habe von dem Mod keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was das Ding macht da unten. Ich habe das mal bei den anderen YouTuber, bei den größeren YouTubern gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Also, ja. Ist passiert, shit happens, aber sollte nicht passieren eigentlich, sag ich mal. So, die Kohle kann auch rein, Redstone kann da rein, das Quarz kommt hinten rein. So ein bisschen Ordnung habe ich hier schon im System. Aber das reicht mir jetzt Lager. Ich möchte auch so ein kleines Häuschen mal hier stehen haben, weil wir haben ja eigentlich nur Plattform und keine Häuschen. Das ist ein bisschen hässlich, finde ich. Warte mal, die Goldcoins auch noch rein. Na, hier. So, dann haben wir Gold. Gold. So, hier haben wir Duck Steel. Sehr geil. Können wir euch auch mal hier reinpacken. Da haben wir noch Redstone Alloy, hier ein bisschen dieses Vibrant-Dingen. Also wir haben wirklich genug. Ich habe das auch mal umgestellt. So, jetzt können wir mal gucken, was hier hinten passiert ist. Hier hinten ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe nur, damit es ein bisschen schöner aussieht, wenn ich runterfallen kann, habe ich hier vier Dirts platziert, damit es einfach ein bisschen noch etwas aussieht. Hier, das ganze Feld ist schon mittlerweile voll. Hier ist eigentlich auch voll. Da wächst keiner, weiß ich nicht warum, ist doch egal. Mir reichen die Kürbisse und die Melonen, die da wachsen, reicht mir. Hier haben wir auf jeden Fall mehr als genug Sugarcanes, also Essensprobleme oder Materialprobleme an solchen Sachen haben wir momentan wirklich keine mehr. Wir können auch runterfallen lassen, ist auch kein Problem. Und ja, das einfach, was noch fehlt bei uns, ist Erde. Muss man mehr Talk, dass man mehr Talk, damit ich ein paar Punkte sammeln kann hier mit dem. Damit er mal Level aufsteigt, weil anders Monsterschlachten tun wir nicht mehr. Oder brauchen wir nicht mehr, haben wir ja automatisch gemacht. Bäume abfällen tue ich relativ wenig, weil wir haben momentan ziemlich viel Holz. Was ich einfach mit dem Essen mache, ist eigentlich hauptsächlich, ich tue es in die, wie heißen es, in die Barrels, damit ich da halt Erde rausbekomme. Das ist das Einzige, wofür ich das ganze Essen hier abernte und neu sehe. Ja, und halt um meinen Madhawk und so zu leveln, das ist das Einzige, was ich damit mache. Offscreen, ja, das gleiche, was ich euch gerade hier so zeige, das gleiche mache ich halt durchgehend. Ich gehe halt an den Furnace zum Beispiel, stelle mich daran AFK hin, so dass es, oder drücke halt E und gehe dann AFK, damit halt nicht das Spiel pausiert wird. Lass das ganze Zeug hier wachsen, komme nach 20, 30 Minuten komme ich wieder, ernte alles mal ab, pack alles wieder in die Barrels rein und dann gehe ich wieder AFK. Das mache ich halt durchgehend, um halt Erde zu kriegen. Werdet ihr auch gleich sehen, also wir haben schon ein bisschen Erde. Aber bei weitem noch nicht genug. Ich weiß, also ich hab's mal ausgerechnet gehabt, das war 45 mal 45. Das sind so um die 1800 Blöcke Erde, die wir brauchen. Ja, und wir haben jetzt hier die Plattform schon mal. Das ist nicht wenig, es ist nicht viel. Aber immerhin schon mal ein Anfang. Man sieht schon mal, worauf es hinausgeht. Man hat wirklich noch zu allen Ecken so viel, was man noch hinmachen muss. Und wir müssen später noch am besten Glowstones und so reinmachen, damit hier auch keine Monster hinter mir spawnen. Es ist der Shit schlechthin. So, dann können wir jetzt erstmal mal ein bisschen was essen, damit wir wenigstens hier laufen können. Dann habe ich euch jetzt erstmal den Server gezeigt, oder das heißt den Server, der hat euch erstmal das LP gezeigt, was ich gemacht habe offscreen. Ihr habt jetzt ja hoffentlich auch jetzt eine Folge gesehen, was ich gemacht habe. Und jetzt werden wir uns so langsam Richtung Magical Crops bewegen, damit ich da hinten auch ein bisschen was Feld machen kann. Und dafür geben wir mal hier unten ein Magical Crops. Hat das so geschrieben oder wird anders geschrieben? Ja, so ist richtig geschrieben. Zack. Magical Crops. Das heißt, wir möchten. Oh, wir fangen ja am besten an. Am liebsten würde ich ja schon Diamanten haben und sowas, ne? Also das habe ich aber nicht. Warte, wir machen das mal anders. Wir gehen mal eben hier unten an das Ding ran. Wir drücken hier drauf, zack. So. Da sehen wir schon mal, was wir alles machen können. Mini-Quarz. Wir brauchen Seeds und davon hätten wir schon mal Mini-Quarz-Seeds. Das machen wir sofort. Das heißt, wir brauchen 8. Wir machen davon am besten 4 Stück, also mal 32 und 4 Seeds. Haben wir auf jeden Fall. 32, zack. Crafting Table haben wir auch hier oben in der Ecke, genau da. So, dann haben wir hier das schon mal und 4 Seeds rein, haben wir schon mal Mini-Seeds. Das ist schon mal etwas. Geht schon mal gut los. Dann geht's weiter. Wir machen. Na komm, gib uns mal ein bisschen her davon. So, dann Inventar
Shift-Rechtsklick, dann machen wir uns auf jeden Fall diesen Weak Infusion. Der geht mit einem Emerald und 8 Dingern zum Beispiel. Oder halt einen Diamanten. Ja, wir müssen mit Diamanten machen, was anderes haben wir nicht. Wir brauchen ein paar Lootbags, wir brauchen mehr Diamanten. So, den dahin. Und einmal umranden. Dann haben wir schon mal den. Fuck it, Bitch. Warum mache ich eigentlich. Oh, ich bin so behindert. Naja, gut. Das war jetzt derbste Verschwendung. Also, das war wirklich eine Hardcore-Verschwendung. Ah, passiert ist passiert. Jetzt haben wir erstmal 4 Diamanten in den Müll gehauen. Aber wie gesagt, wir haben davon auch eigentlich genug. So, aus dem möchte ich jetzt ganz gerne den blauen machen. Dafür bräuchten wir aber irgendwelche anderen Seeds. Zum Beispiel den Earth Seeds. Warte mal, den will ich haben. So, um die zu kriegen, brauchen wir Earth Essence. Um Earth Essence zu kriegen, brauchen wir Earth Seeds. Und die kriegen wir mit 4x Dirt, Accio Essence und Minico Essence. Und Accio kriegen wir mit dem Teil und 4 Teile. Also, das ist ein bisschen. Ich muss mich hier auch ein bisschen durchforsten. Das heißt, was ich jetzt hier mache, das ist auch für mich ein bisschen Neuland. Ich habe das wieder, als ich es angefangen habe zu spielen, schon mal gemacht. Also, ich habe damit schon ein bisschen Erfahrung. Ein bisschen. Mit holen wir auf ein bisschen Erfahrung. Dann machen wir ein paar mehr. Das ist wirklich nicht viel. Ich habe. Wie viel hab ich denn gemacht? Lass mich lügen. Vielleicht gerade so die Wasserpflanze, die ich eigentlich nicht brauchte. Ups, war falsch. Moment mal. Ich wollte ja den. Ach, wir brauchen dafür den Earth Seed, genau. Und das ging jetzt. Warte mal, wie war das jetzt? Ich wollte den Seed dann, genau. Ich brauche den Minico Seed und 4 Erde. Minico Seed hatten wir. Wo hat man die Dame das da? Und 4 Erde und das gelbe Zeug. Ne? Zack, 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 zack. Machen wir am besten gleich 2. Das heißt, wir brauchen 8 Erde. Also, hoffentlich so viel. Ich mache auch extra diesen Earth Seed, damit wir halt mehr Erde kriegen. Weil ich kriege dann, wenn man gesehen, 8 Stück habe, kriegt ihr halt einen Stack raus. Und einen Stack zu haben, das ist immer geil. Vor allem bei dem Vorhaben hier. Deswegen könnten wir eigentlich davon mehr machen. Von den Mini-Code-Seeds bräuchte man ein paar mehr, finde ich. Und wir bräuchten. Ja, Mini-Code-Seeds eigentlich nur, ne? Also, diese, also, ja. Diese, wie heißen sie? Magical Essence oder so. Holen wir uns die mal hier raus. Wie heißen sie? Mini-Code Essence, so heißt er. So, da haben wir keine mehr. Einmal ansortieren, da haben wir noch relativ viel. Das ist halt der Vorteil, ne? Wir haben. Dadurch, dass ich ab und zu halt ein bisschen Offscreen mache und so ein bisschen euch mal so kleine Einblicke zeige. Oh, hier Legendary nehme ich mit. Da haben wir relativ viele Items, vor allem Magical-Dinger durch diese Mob-Farm, die macht hier so viel Magical Essence, das ist der Hammer. Wir kommen eigentlich dadurch relativ zügig immer mit allen Sachen voran. Ich werde auch in dieser Folge, sagen wir, noch so, ich sag mal, 8 Earth Seeds würde ich, sag ich mal, herstellen. Das wäre ganz cool durch. Und dann würde ich sagen, reicht das für die Folge erst einmal. So, wir brauchen 8 Stück, möchte ich haben. Wir haben schon 4, das heißt noch einmal 4 Seeds. Und noch mal ein paar mehr, scheiß drauf. Haben ja genug von dem Minico. Mal, war es gewesen, war das nicht so? Oder war ich schon komplett umranden? Ah, komplett umranden, genau. So, haben wir schon mal 12. Ah, komm, machen wir nochmal hier, zack. 20 Stück. Das müsste jetzt auf jeden Fall mal reichen. So, jetzt haben wir gerade gehabt, das, 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 das. Und der, ne? Genau. Jetzt müssten wir Earth Seeds haben. Genau, perfekt. So, das heißt, wir brauchen. Ich möchte 8 Stück haben. Das heißt, da, zack. Zack, wir brauchen noch 2. 5, das sind 7. Plus nochmal 5 sind 12 Stück. Wir brauchen noch 12. Von den Axio-Essenzen. 12 Stück. Wir brauchen eine Menge Erde. Die Erde oben schon mal schnell rausholen. Also, das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Damit können wir dann den Part beenden. Damit bin ich dann zufrieden. Das ist dann schon mal etwas, was wir erreicht haben. Nur mit Erde wird mir ein bisschen schwer, hier ran zu schaffeln. Das heißt, wir werden gleich schon mal die ersten Pflanzen hinsetzen. Damit es ein bisschen vorangeht. So, da haben wir. Ach, reicht gut. Da haben wir jetzt das. Und dafür reicht schon wieder nicht. Haben wir noch hier Pumpkins, da haben wir noch Pumpkins, können wir auch reinballern. So.
Nochmal 4 Erde, das heißt, wir haben schon 2 Earth Seeds, haben wir schon mal fertig. Dann hätte ich ganz gerne noch ein Worktable hier unten, damit ich immer ein Reset speichern kann, noch nebenbei. Holz hatten wir hier oben, haben wir keins mehr da. Haben wir noch irgendwo Holz rumlagern? Zufällig. Nö. Perfekt, so muss das sein. Nicht Hust. Das können wir mal reinpacken. Das können wir rausholen. Wir haben wirklich so viel Material. Das ist unglaublich. Ich kann es mal nicht fassen. Hier habt ihr auch schon wieder Emeralds rausbekommen. Das Ding läuft nebenbei hier hinten. Kriegen wir Gravel ohne Ende. Das ist, Alter. So langsam geht's richtig steil. Man kann wirklich einfach alles laufen lassen. Man muss nichts machen nebenbei. Gib mir die Erde, gib mir die Erde. Na komm, 4% schaffst du auch noch. Zack, zack. So, machen wir nochmal ein Barrels voll hier. Wir haben noch ein bisschen Kartoffeln, die wir reinpflanzen können. Auch wenn sie nur 8% geben. Das heißt, du hast immerhin fast wie einen Zeppling. So, da, zack, auch noch rein. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir ein Worktail holen. Also, zack. Einmal Wood. Dann möchte ich es natürlich als Slab haben. So wie immer. Ach ja, weil ich das alles hier erschienen habe, habe ich noch keine Workbench gehabt. Stimmt. Was heißt gescheatet? Ich habe es halt wieder auf den Stand gebracht, wo wir vorher auf waren, nachdem wir ja diesen krassen Baum gepflanzt hatten, von dem ich nichts wusste und ich dann so hart gefailt habe, sag ich mal. Und das ist so, hier brauchen wir diesen Weak Infusion Stone. Und dann machen wir uns 12 Stück, habe ich gesagt, ne? 12 wollten wir haben. Machen wir 17. Machen wir 17. Öffnen wir kurz die legendäre Chest hier. Was haben wir denn? Gold Apple. Das kann weg. Scheiße. Hab mir mehr erhofft. Und so. Dann 1, 2. Hier auf. Ach, auf 8 wollte ich kommen, nicht auf 10. Und da auch rein, zack. Hier machen wir mal kurz die 2 raus. Machen hier nochmal einen rein. Jetzt haben wir schon mal 3 Seeds. Also Earth Seeds. Die pflanzen wir auch an. Und dann würde ich sagen, wenn wir die angepflanzt haben, machen wir hier einen Cut rein und machen dann in der nächsten Folge weiter. So, zack, einmal weg. Zack, zweimal weg. Ach ja, ihr dürft nicht vergessen, diese Dinger machen euch Schaden. Also nicht draufstehen. Ich glaube, wenn es sneakt oder so. Ne, geht gar nicht mehr. Also irgendwie konnte man das irgendwie verhindern, dass man Schaden bekommt von den Teilen, aber so kriegen wir erstmal Schaden.